Figueiredo Landman. Figueiredo Landman van Jim Verhaar. Alvast klaarstaan voor de volgende partij. Moet af zijn gegner Ozan Laksoy. Of van team de Reggie uit België. Klaarstaan voor de volgende partij. Dankjewel. Liebe Fight-Fans, auf diesen Kampf freue ich mich sehr. Nico Holz trifft auf Batuhan Demircan. Batuhan aus dem Stallion Gym. Nico Holz repräsentiert die Kampfsportakademie Holz. Sein Trainer, sein eigener Vater. Sehr, sehr gespannt auf diesen Kampf. Die beiden treffen auf 72,5 Kilogramm. 3x3 Minuten ist die angesetzte Zeit und let's go! Schöner Hockey von Batuhan. Noch einer. Noch einer. Question mark, Kick ins Leere. Solider Bodyshot hier von Batuhan. Batuhans Left Hooks gefallen mir sehr. Starker Austausch hier von beiden. Gut geslippt. Schön auf die Deckung, direkt wieder zurück. Schöner Middle Kick. Left Hook zum linken Bodyshot. Schöner Frontkick hier von Holz. Gut, wieder dieser Left Hook. Gut von Holz hier. Schöner Konter. Solider Jab hier von Batuhan. Oh, schöner Question Mark Kick mit dem Lead Leg von Holz. Der hat gut getroffen. Spinning Back Kick, direkter Konter von Demircan. Schönes Boxen hier von beiden. Schöne Aktion hier von Batuhan, direkter Konter von Holz. Sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Schönes Matchup hier. Guter Left Hook von Demircan wieder. Sehr schön, Backleg Kick. Den hat Batuhan nicht erwartet. Der hat ordentlich gezogen. Das ist sehr, sehr effektiv, weil die meisten dort keinen Leg Kick erwarten. Und das Bein dort meist nicht vorbereitet ist dann für einen Low Kick und der geht dann meist ordentlich durch. Hier sehen wir Nico Holz. Round
Red Seconds out. For the second round. Ring frei für Runde 2. Runde 2 startet. Bisher ein sehr, sehr schöner Kampf, sehr ausgeglichen. Beide, nachdem sie eine gute Aktion bekommen haben, geben sie direkt einen ordentlichen Konter zurück. Mal sehen, wie Runde 2 hier verläuft. Schöner Frontkick von Holz. Etwas zu nah für den Spinning Backkick. Schön defended. Two Body Shots hier von Demir Can. Guter Lead Leg Headkick hier von Holz. Schöner Jab von Demircan. Der kommt gut. Demircan geht immer wieder auf den Körper. Vielleicht vorher vorbereiten mit 2-3 Headshots. Wieder dieser Back Leg Kick. Nico lässt seine Beine hier ordentlich arbeiten. Kriegt einen guten Erfolg raus. Sehr schnell. Sehr, sehr explosiv hier. Uppercut knapp verfehlt. Schöne Aktion wieder. Ich mag diesen hinteren Low Kick. Holz wirft immer mehr Low Kicks in dieser Runde. Ich denke, er wird einen High Kick darauf folgen lassen. Schöner Leg Kick wieder. Gute Konteraktion von Demircan. Wieder. Super. Demircan ist etwas inaktiver in dieser Runde. Schön. Schöne Kicks von Holz hier wieder. Schöne Cross hier von Demircan. Guter Uppercut. Schön. Demircan pusht ihn hier zu den Seilen. Wieder dieser Backleg-Kick. Nico Holz investiert in diese Runde sehr, sehr viel mit Low-Kicks. Gut. Schöne Boxing-Aktion hier. Nochmal von Baton. Gute zweite Runde. Sehr, sehr schön. Herausstechend waren auf jeden Fall die Kicks von Nico Holz. Sehr, sehr viele Low-Kicks, auch aufs hintere Bein. High-Kicks, Middle-Kicks. Sehr, sehr explosiv. Hier Batuhan Demircan. Stalin Gym. Die letzte Runde. Kurze Show of Respect. Und dann geht's weiter mit der Schlacht. Sehr, sehr schnelle Hände hier zum Start von Demircan. Kopf, Körper, Kopf. Schöne Feints hier von Nico. Schönes Forward Pressure hier. Baton wartet und möchte höchstwahrscheinlich kontern. Genau da ist es. Schöne Hooks hier von Baton. Egal, was sein Trainer ihm gesagt hat, anscheinend wirkt.
Schöne Cross. Sehr schön. Gute Bodyshots hier wieder von Demircan. Schönes Knie hier. Müsste komplett geblockt worden sein, aber 1,25 noch. Spinning back kick. Gute Cross. Würde Batuhan raten, auf die Kicks von Holz mit zwei, drei explosiven Händen zu antworten, genauso wie er es ein paar Mal schon gebracht hat. Jetzt ein Guard-Pulldown. Sekunden noch. Kleine Mindgames hier von Demircan, dem er den Kicks von Holz ausgewichen ist. Gute Lockings wieder. Genau jetzt Antwort. Wir haben noch 20 Sekunden. Attempt, gute Bodyshots. Schön. Die letzten Sekunden in diesem Kampf. Beide geben nochmal alles. That's it. Ende des Kampfes. Sehr, sehr schöner Kampf hier zwischen Nico Holz und Batuhan Demircan. Ich bin gespannt, wie die Judges diesen Kampf hier gewertet haben. Und zeitgleich auch froh, dass das nicht meine Aufgabe ist. Hier mit. Herzlichen Glückwunsch an Nico Holz und das ganze Team aus der Kampfsportakademie Holz und auch ein riesen Respekt an Batuhan Demircan. Beide noch sehr, sehr jung, noch sehr, sehr viel vor sich. Schöner Kampf. Ozan Aksoy ist ein Gegner in der roten Ecke von Jim van Haag. Nico Reito und Lappmann. Okay, nochmals. Ozan Aksoy.